Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Heute mal wieder mit einem Video, in dem ich typische Fehler auf Amateurniveau bespreche. Vorher der Hinweis, heute Abend streame ich live ab 20 Uhr auf Twitch. Es steht auf dem Programm, die 40. Auflage der Sparta Arena beginnt um 20.10 Uhr. Kommt vorbei. Haben einen schönen Abend. Zurück zum Video jetzt. Ich habe 6 Stellungen rausgesucht aus dem letzten Subscriber-Battle, den wir Donnerstag gespielt haben. Das war ein interner Sub-Battle, Deutschland gegen den Rest der Welt sogar. Subscriber-Battle bedeutet, da kämpfen Leute, die meinen Kanal abonniert haben, in der Regel gegen Spieler aus anderen Teams. Das war, wie gesagt, ein interner Sub-Battle sogar. Und da habe ich 6 Stellungen rausgesucht. So, fangen wir an mit dieser Stellung hier. Good Boy Mr. Pickles spielt gegen Nudlis. Eröffnungsphase. Weiß entwickelt hier den Läufer nach G5. Fesselt den Springer auf F6. Das ist ein ganz typisches Szenario. Diese Fesselungen am Anfang der Partie oder generell ist die Fesselung ist ein sehr bedeutendes taktisches Motiv. Sehr unangenehm. Ne? Wie in diesem Fall. Hier fesselt der Läufer den Springer. Dahinter steht die Dame. Und man möchte natürlich nicht den Springer wegziehen, weil, ja, dann würde die Dame fallen. Wie geht man in der Regel gegen solche Fesselungen vor? Häufig ist es am besten, mit H6 zu reagieren. Erstmal den Läufer zu befragen. Und dann geht der Läufer eigentlich zurück. Man möchte ja die Fesselung aufrechterhalten. Und dann muss man schauen, ob G5 in so einem Fall möglich ist, ja oder nein. Ne, sehr konkret immer schauen, ob sowas möglich ist. Eventuell kann Schwarz-Weiß den Springer opfern hier. Das sind so die üblichen Methoden. Was macht Schwarz hier? Gut, er macht eine Gegenfesselung. Er spielt Läufer G4. Fesselt auch den weißen Springer. Weiß spielt H3. Entfernt den Läufer. Schwarz möchte die Fesselung aufrechterhalten. Spielt Läufer H5. Und jetzt trifft Weiß eine sehr gute Entscheidung. Ihm gefällt diese Fesselung nicht und spielt G4. G4 muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, so ein Zug vor dem eigenen König, schwächt so ein bisschen den Königsflügel, aber das ist von untergeordneter Bedeutung, weil die Fesselung ist, wie gesagt, ein sehr starkes Motiv. Es ist sehr, sehr unangenehm, diese Fesselung aufrechter zu erhalten. Man muss was dagegen tun oder man sollte etwas dagegen tun. Und hier spielt Weiß korrekterweise G4 und zwingt den Läufer zurückzugehen. Der Springer auf F6 ist immer noch gefesselt. Schwarz geht zurück. Natürlich kann Schwarz hier nicht Springer schlicht G4 spielen, weil die Dame würde verloren gehen. Man könnte theoretisch vielleicht sogar einfach zurücknehmen hier. Ne? Und dann den angreifen und die Dame. Nee, das geht natürlich nicht. Springer schlicht G4. Schwarz zog den Läufer zurück nach G6. Und jetzt ein ganz wichtiger Moment hier. Hier steht Weiß besser. Diese Fesselung ist sehr unangenehm. Und man sollte diese Fesselung aufrechterhalten. Und versuchen eventuell sogar auszunutzen. Wie könnte man versuchen, hier als Weißer die Fesselung auszunutzen? Dazu gehört aber natürlich jetzt ein kleiner Plan hier. Ne? Also es geht nicht sofort. Versucht man den Druck zu erhöhen auf den Springer hier. Wie kann man das machen mit Weiß? Ganz einfach. Dann kommen wir auch zu einer anderen goldenen Regel, auch in der Eröffnung. Alle Figuren ins Spiel bringen. Ne? Der Springer spielt nicht mit auf C1, B1. Springer B1, C3 ist ja ein logischer Zug. Entwickelt den Springer und droht. Den Druck droht, nach D5 zu gehen und den Druck gegen den Springer F6 zu vergrößern. Man beachte, H6 hier ist jetzt ein bisschen zu spät, weil der Läufer geht zurück. Und Schwarz hat hier kein G5. Jetzt ist nämlich der Läufer hier auf G6 im Weg. Diese Stellung ist sehr gut für Weiß. Und Springer D5 ist eine sehr unangenehme Drohung. Was hat Weiß dagegen gemacht hier in dieser Stellung? Er spielte Läufer schlicht F6, tauscht den Läufer gegen den Springer. Was haltet ihr von dem Zug? Könnt ihr mal überlegen, bevor ihr weiter das Video anschaut. Das ist kein guter Zug. Warum? Also Schwarz nimmt natürlich erstmal wieder mit der Dame. Ganz einfach. Weiß hat freiwillig den Läufer getauscht, mit dem er den Springer gefesselt hat, was ja für Schwarz unangenehm war. Das heißt, er hat auch von sich aus die unangenehme Situation für Schwarz aufgelöst. Ja, deswegen ist das hier ein schlechter Zug. Läufer schlicht F6 und hier steht Schwarz jetzt besser. Das dreht sich jetzt hier. Na, jetzt könnte sich die Öffnung der Königsflügelstellung hier auch für Weiß negativ bemerkbar machen im Verlauf der Partie. Machen wir weiter mit einem anderen Beispiel. Hier hat
Hier schwarz dran. Wir befinden uns auch hier in der Eröffnung. Ja, wie bewerten wir diese Stellung? Da wir uns noch in der Eröffnung befinden, sehen wir, beide Seiten haben erst zwei Figuren entwickelt, zwei Leichtfiguren. Schwarz ist dran. Die Könige sind in der Mitte. Schwarz hat eine, ich sag mal, eher minderwertige Eröffnungsvariante gewählt und hier sind viele schwache Felder hier. Die schwarzen Felder. Auch der D-Bauer hier müsste langsamer ziehen. Der Läufer auf C8 müsste ins Spiel kommen, ne? Der ist nicht entwickelt. Ja, wie bringt man diesen Läufer ins Spiel hier auf C8? Tatsächlich ist das hier noch so eine Theoriestellung, sagt man. Das wurde schon gespielt. Und damit der Läufer ins Spiel kommt hier, der im Moment nicht mitspielt, spielt man hier D5. Das ist hier der logische Zug. Den Bauern vorschieben, mit dem zweiten Bauern das Zentrum besetzen, das Zentrum attackieren von Weiß und dem Läufer auf C8 Platz machen, damit er ins Spiel kann, nach E6 oder G4. Hauptsache, er kommt ins Spiel. Ja. Stattdessen spielt er hier Schwarz kurz Rochade. Das ist okay, bringt den König in Sicherheit. Das ist okay. Aber eine Nuance schlechter als D5. D5 sofort ist besser, weil es das wichtigste Problem, nämlich den Läufer auf C8 ins Spiel zu bringen, sofort löst. Hier spielt der Weißläufer G5, starker Zug, bringt den Läufer ins Spiel. Weiß hat jetzt drei Figuren im Spiel und attackiert den Springer auf F6. Jetzt ist D5 leider nicht mehr möglich hier, ne? Weil hier kann Weiß einen Bauern gewinnen, zum Beispiel in dieser Variante. Jetzt ist es für D5 leider schon zu spät. Ja, was sollte Schwarz dagegen tun? Ich denke, Schwarz sollte hier den Läufer nehmen. Springer schlägt D3, C schlägt D3 und jetzt D6, ganz wichtig, dem Läufer Platz machen auf C8, damit er ins Spiel kommt. Wenn jetzt Weiß hier auf F6 tauscht, natürlich ist das unangenehm, zum Beispiel hier mit dem Springer, greift den an, ist ein Doppelbauer auch hier für Schwarz, aber gut, wir können den Bauern decken und können eventuell F5 spielen im nächsten und Doppelbauern wieder loswerden. Es ist von untergeordneter Bedeutung. Wichtig ist, von der Priorität her, Schwarz muss den Läufer ins Spiel bringen. Ja. So, was spielte stattdessen Schwarz in dieser Partie? Er spielte Springer H5 hier. Und das ist ein großer Fehler. Er entfernt sich mit dem Springer, geht an den Rand. Springer am Rand, ihr wisst es, bringen Kummer und Schand. Das ist, glaube ich, der häufigste Spruch, den man hört im Schach. In der Regel ist es auch so, ne? Also häufig ist es so, dass Springer am Rand einfach nicht gut stehen. Ja, die haben von dort wenig Einfluss aufs Geschehen und müssen dann ganz schnell wieder zurück ins Zentrum geführt werden. Natürlich hin und wieder konkret gibt es konkrete Situationen, wo Springer an den Rand gehören. Gar keine Frage. Hier allerdings ist es nicht, das ist kein Fall. Hier steht der Springer einfach schlecht. Was macht hier Schwarz? Er vernachlässigt die Entwicklung und damit verstößt er gegen die goldene Regel. Ja? Eröffnungsregeln, entwickle deine Figuren. Weiß spielt jetzt hier lange Rochade. Läufer E7 wäre möglich, aber hier kann sich Schwarz noch retten mit Springer schlägt D3 Schach, C schlägt D3 Turm E8. Die Stellung nach Springer D5 ist zwar auch super für Weiß, aber man gewinnt kein Material. Schwarz kann jetzt hier den Turm wegziehen. Ne? Also Springer C7, also Turm B8 oder Turm A7 vielleicht, wobei die Stellung ist eine Katastrophe, sehe ich gerade. Aber die ist schlecht. Es droht Springer C7, ne? Diese Gabel hier. Ne? Gut, stattdessen spielte Weiß lange Rochade. Und jetzt gibt es eine Sache. Wenn man 1, 2, 3 Ungenauigkeiten hintereinander spielt, dann potenziert sich das Problem. Und es wird immer schwieriger, aus das Problem, was sich anhäuft, oder die Probleme, die sich anhäufen, zu lösen. Und es bedarf dann auch starker, guter rechnerischer Fähigkeiten. Also hier zum Beispiel steht Weiß natürlich sehr, sehr gut. Hier spielte Schwarz F6, das ist okay, greift den Läufer an, Läufer E3. Geht zurück. So, spätestens hier müsste Schwarz etwas gegen seine Probleme tun. Er hat hier leider zu viele Probleme. A, der Springer steht schlecht, der Springer steht schlecht. Jetzt droht Weiß auch noch hier Läufer C4 Schach. Und es gibt immer noch diese Drohung Läufer C5, gefolgt von Gewinn, ja, von Materialgewinn, ne? Diese Läufergabel hier. Das heißt, es gibt hier mehrere Probleme und man muss versuchen natürlich die richtige Reihenfolge zu wählen, um wenigstens das größte Problem jetzt zu lösen, ne? Das größte Problem ist,
Der Materialverlust. Das Beste wäre, denke ich, hier Springer schlicht D3 Schach. Einfach den Springer erstmal loswerden. Turm D3. Und jetzt irgendwie, ja, Springer wieder zurück ins Spiel oder so. Ne? Dann würde Weiß wenigstens kein Material gewinnen. Oder umgekehrt formuliert, würde Schwarz erstmal nicht so riesig viel Material verlieren. Auch wenn die Stellung gruselig ist, weil er hat den Läufer immer noch nicht im Spiel gebracht. Hat hier super viele Felderschwächen. Ja, und der Weiß hat den weiß-schwarzfelderigen Läufer, der natürlich auf diesen Feldern hier regiert natürlich. Ne? Stattdessen spielte Schwarz Springer F4, löste das Problem des am Rand sich befindlichen Springers. Das Problem ist aber, es gab eine viel, viel stärkere Drohung, nämlich Läufer C4 Schach. Der König muss in die Ecke, Läufer C5 und Weiß gewann hier Material. Schon nach dem 15. Zug, Weiß gewinnt hier den Springer. Ne? Der Turm ist angegriffen, er gewinnt Minimum den Springer und letztendlich gewann Weiß auch die Partie. Machen wir weiter. Nächstes Beispiel. Hier geht es um Drohungen. Drohungenabwehr. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, generell im Schach, in der Eröffnung, im Mittelspiel immer. Wenn der Gegner Drohungen aufstellt, muss man versuchen, sie abzuwehren. Dazu habe ich natürlich auch ein Video gedreht, glaube ich, vor ein paar Wochen, auch nach dem Sub-Battle, nämlich Drohungen abwehren, wo ich ein paar Beispiele gezeigt habe. Hier spielt Schwarz Springer BD7. Und hier die Frage an euch: Was droht hier Schwarz? Was droht Schwarz? Und was kann man dagegen tun? Ganz wichtige Frage, was kann man dagegen tun? Versucht die Frage erstmal für euch zu beantworten und versucht das zu lösen. Es droht E5, Angriff auf den Läufer und dann E4, die Bauerngabel. Ja? Das droht hier. Es droht Figurengewinn. Weiß spielte hier kurze Rochade, sah die Drohung nicht und jetzt spielte Schwarz E5, greift den Läufer an. Weiß nahm jetzt einmal raus, D schlicht D5, D schlicht D5. Problem ist, Weiß kann hier Figurenverlust nicht mehr vermeiden. Wenn der Läufer weggeht, zum Beispiel dahin, den Springer fesselt, ist egal, stört uns nicht, wir spielen E4 trotzdem. Der Turm hier deckt den Bauern auf E4 und es ist eine Bauerngabel und wir gewinnen eine Figur. Stattdessen spielte Weiß Springer schlicht D5, aber das ist ja letztendlich das Gleiche. Hier gewinnt Schwarz auch eine Figur und gewann kurze Zeit später die Partie. Gehen wir zurück zur Stellung nach Springer BD7, also an den Anfang. Wie kann man hier die Drohung abwehren? Es gibt verschiedene Züge. Man kann den Läufer prophylaktisch wegziehen hier von F4. Man kann den Läufer zurückziehen nach H2. Und dann läuft E5 so ins Leere. Dann würde E5 die Drohung E4 erneuern. Dann müssten wir halt den Läufer wegziehen oder den Springer. Ne? Dann E4 greift halt nur den Springer an und dann ziehen wir den weg und dann haben wir die Drohung abgewehrt. Was gibt es hier noch? Man könnte E4 spielen mit Weiß. Und nach E5 einfach den Läufer wegziehen, beziehungsweise D schlicht D5 erstmal. D schlicht D5 und dann Läufer wegziehen, G5 oder H2, ist alles okay. Dann steht aber hier ein Bauer und verhindert, dass der Bauer noch weiter nach vorne kommt. Ja, also Drohungen abwehren ist natürlich immer ein ganz, ganz heikles Thema, ein wichtiges Thema. Ne? Man muss auf Drohungen, natürlich nach Drohungen Ausschau halten, in der Eröffnung insbesondere, auch im Mittelspiel und in der Eröffnung. Nein, eigentlich immer. Dazu gehört natürlich auch Übung, ne, um sie zu sehen. Drohungen erkennen und abzuwehren, das ist eher ein fortgeschrittenes Thema. Ne? Naja, wir haben natürlich auch einfachere Drohungen. Ne? Hier zum Beispiel hat natürlich in der Partie ist es halt hier nicht eine direkte Drohung, sondern ja, es dauert halt zwei Züge, bis die Bauerngabel kommt und deswegen hat das Weiß hier auch übersehen. Machen wir weiter. Das ist ein Beispiel auch wieder mit Drohungen. Was aber ein bisschen fortgeschrittener ist, wir sehen, hier befinden wir uns auch tja, tief im Mittelspiel, im Prinzip im Endspiel. Beide Seiten nur noch zwei Türme und ein Läufer. Schwarz ist dran. Wir sehen, beide Seiten verfügen über starke Freibauern. Und Freibauern müssen laufen, ist eine einfache, gute Regel. Schwarz zieht den Bauern vor. A4. Tja, was würdet ihr hier ziehen in dieser Stellung hier? Was würde ich ziehen? Sage ich euch gleich. Was würdet ihr hier ziehen? Es gibt gleichwertige Fortsetzungen, aber versucht auch ein bisschen prophylaktisch zu denken. Nicht nur die eigenen Ideen verfolgen, sondern auch versuchen, die Ideen des Gegners zu ermitteln und dann auch etwas dagegen zu tun, falls sie gefährlich sind. Ich würde hier Turm A7 ziehen, denke ich. Ja, Turm A7, ich würde den A-Bauern hier von Schwarz aufhalten, angreifen auch. Und mein Freibauer, der läuft halt danach los. Der läuft ja, der läuft, also die Idee, dass er.
Die Idee läuft ja nicht weg, sondern ich würde den Bauern einfach danach laufen lassen. Weiß spielte stattdessen D6, guckt hier auf seinen Freibauern. Schwarz spielt A3. So, und der schwarze A-Bauer, das ist gefährlich hier, ne? Also, der, vor allen Dingen, der droht auch mit Schach hier umgewandelt zu werden. Spätestens hier wird es schwierig. Weil Weiß es so kompliziert gemacht hat, wird es auch immer schwieriger dann. Das potenziert sich, ähnlich wie bei den Fehlern, potenziert sich ja auch, also der Schwierigkeitsgrad erhöht sich ja auch. Weil hier muss man viel mehr rechnen dann. Ich glaube, Turm A7 zum Beispiel ist hier schon nicht mehr so gut, wegen A2. Dann deckt der Turm den Bauern und es droht Turm C1 Schach, gefolgt von A1 Dame. Was man hier machen muss, ist Läufer D5. A2. Und jetzt muss man den Läufer hier opfern. Läufer schlägt A2. Turm schlägt A2. D7. Weiß hat ja auch einen starken Freibauern. Und das Beste für Schwarz ist hier Läufer schlägt B7, D7. Turm schlägt D7. Und dann haben wir ein ausgeglichenes Turmendspiel. Es gibt hier noch Alternativen. In der Stellung nach Läufer D5 könnte Weiß Turm E1 probieren. Aber das funktioniert leider nicht wegen Turm B2. Mit der Idee Turm B1, Angriff auf den Turm und die Idee A1 Dame. Ja, das funktioniert hier nicht. Es gibt auch in der Hauptvariante, die ich gezeigt habe, hier nach A2 Läufer schlägt A2 D7. Es gibt hier auch Läufer B7, aber das hilft nicht. Dann kommt Turm B7 und der Läufer ist angegriffen und die Idee Turm E8, gefolgt von D8 Dame, ist nicht, kann man hier mit Schwarz nicht abwehren. Gehen wir zurück zur Partie. Nach A3 spielte Weiß stattdessen D7. Denkt an seinen Bauern. Und jetzt wird es kompliziert. Hier hätten beide Seiten viel, viel mehr rechnen müssen. Das wird immer komplizierter, weil beide Seiten sich um die Drohung des Gegners irgendwie nicht so richtig kümmern. Insbesondere Weiß hier. Es ging hier weiter mit A2. Das ist allerdings ein Fehler. Läufer B7 gewinnt hier. Das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen während des Streams. Da war ich auch ein bisschen, ja, hier gewinnt Schwarz einfach. Turm E8 zum Beispiel und hier gewinnt Turm schlicht G2 Schach. König schlicht G2 ist Läufer schlicht C6 hier, ne? Schach, ganz einfach. Und wenn der König weggeht, kommt einfach Turm D2 und dann halten wir mit Schwarz den Bauern auf. Und vor allen Dingen der Bauer ist auch noch da, ne? Gut, in der Partie spielte Schwarz stattdessen A2. Und hier ist es mega kompliziert. Die Experten unter euch, die können ja versuchen, hier die Varianten zu berechnen, ein Video anhalten. Was würden sie spielen? Das ist eine schöne Taktikaufgabe. Es ist sehr, sehr, es ist schwierig zu berechnen alles. Im Blitzen auch für starke Spieler nicht so ein, so ohne weiteres zu sehen. Ich habe auch kurz drauf geguckt und dachte, Turm E1 ist hier der einzige Zug, hält hier den Bauern auf. Das funktioniert aber nicht, weil das kostet hier den Bauern. Läufer schlägt D7, Turm A6, Läufer E6. Und Läufer E6 hält den Bauern. Und das ist hier einfach gewonnen für Schwarz. Und tatsächlich gewann Schwarz auch einige Züge später. Gehen wir zurück zur Erstellung nach A2. Hier hält Weiß Remis mit D schlicht C8 Dame. Man lässt Schwarz eine Dame holen hier, mit Schach sogar. Läufer F1. Gut, hier hat Weiß eine Dame. Pff, was soll man machen? Logischer Zug ist Turm schlicht C8. Turm schlicht C8 Schach. König G7. Und hier hält ein Zug Remis. Und zwar Turm C, C7. Und der schwarze König kommt aus dem Dauerschach nicht mehr raus. Weiß wird auf F7 schlagen wahrscheinlich. Er hat auch sehr viele Bauern hier, ne? Und dann kommt der schwarze König nicht mehr so richtig raus, ne? Also Dame A2 deckt zwar hier den Bauern, aber ich denke, hier kann man einfach C4 machen. Und die Diagonale blocken, ne? Und danach schlagen wir auf F7. Ja, also sehr kompliziertes Beispiel, ne? Aber es ging mir darum, am Anfang... Das Thema ist, gegnerische Drohungen beachten, prophylaktisch denken und versuchen, etwas gegen die gegnerischen Drohungen erstmal zu unternehmen. Wichtig ist auch, nicht ungeduldig sein. Nicht ungeduldig immer nur die eigenen Ideen verfolgen, sondern erstmal auch versuchen, die gegnerischen Ideen erstmal zu blockieren. Oder zunichte zu machen. Habe ich noch was? Ja, ich habe noch was. Ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Und zwar... Ist mir aufgefallen in den Partien des Sub-Battles und auch in anderen Partien fällt mir das immer wieder auf Amateurniveau, folgendes Problem. So, hier fangen wir von vorne an. E4, C5, wir gucken aber nicht die ganze Partie. D4, C schlicht D4, C3,
Mora-Gambit. Schwarz nimmt es an, D schlägt C3, Springer schlägt C3. Mora-Gambit ist eine, ich finde, auf Amateurniveau und auf Anfängerniveau eine sehr gute Eröffnung. Man opfert einen Bauern mit Weiß und bekommt dafür schöne Initiative. Man kann sich sehr gut entwickeln. Aber man opfert einen Bauern. Na? Ich habe auf meinem Kanal schon einige Partien von Manfred Herbold, aka der Schachtherapeut, veröffentlicht. Könnt ihr gerne mal schauen. Tolle Partien, wo er das Mora-Gambit spielt und auch gegen stärkere Gegner gewinnt. Typische Ideen, die man da sehen kann. Hier geht es weiter mit Springer C6, Springer F3, D6. So. Der typische Aufbau im Mora-Gambit ist mit Läufer C4, dann kurze Rochade. Ich mache mal irgendwelche Züge hier, Rochade. E6 vielleicht, Dame E2 und dann Turm D1. So, ne? Turm D1, dann überlegt man sich, wo, dann überlegt man sich, wohin mit dem Läufer, ne? Entwickeln, eventuell Turm AC1 und entwickelt einfach die Figuren. Ja, und hat super schönes, super schöne Entwicklung, sehr harmonisch alles, hat aber einen Bauern weniger. Und Schwarz hat Entwicklungsrückstand. Ne? Hat zum Beispiel in diesem Fall hier, ne, viele Bauernzüge gemacht, nur eine Figur im Spiel und Weiß hat schon sehr, sehr viele Figuren im Spiel. So, was macht Weiß hier in dieser Partie? Er spielt Läufer B5 hier. Und das ist schon eine ernsthafte Ungenauigkeit. Läufer D7, kurze Rochade. Springer F6, Schwarz entwickelt sich. Und jetzt kommt gemäß Mora-Gambit, typischen Ideen, müsste man jetzt hier mit Dame E2 fortsetzen, was ich gerade gesagt habe. Was macht aber Weiß hier? Er spielt Läufer schlägt C6. Und jetzt mal überlegt mal aus eurer Sicht, warum ist das ein Fehler? Warum ist das ein Fehler? Es geht weiter mit Läufer schlägt C6. Ganz einfach, wenn man Material weniger hat, dann sollte man nicht Figuren tauschen. Das ist ganz wichtig. Aus dem simplen Grund, wenn der Gegner einfach eine größere Armee hat, dann macht es keinen Sinn, beide Armeen zu dezimieren, weil am Ende bleibt derjenige, der Material mehr hat, einfach mit Material mehr übrig. Wenn wir alles abtauschen, dann ist es hier ein Bauer und dann spielt Schwarz im Endspiel mit dem König und Bauer gegen König auf Gewinn. Na, wenn wir es auf die Spitze treiben. Also, wenn man Material mehr hat, nicht Material tauschen. Weiß spielt hier ein Gambit. Es ist nicht sinnvoll, Material zu tauschen. Material auf dem Brett halten. Natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir durch den Materialtausch irgendwas gewinnen oder einen Riesenangriff bekommen, dann kann man natürlich Material tauschen. Aber hier ist es einfach ein relativ nutzloser Tausch. Es ging hier weiter mit Turm E1. Ich mache noch ein paar Züge weiter, weil es kommt gleich noch was Interessantes. E6, Läufer G5, Läufer E7. Jetzt macht Weiß hier E5. Das ist zu früh. Greift den Springer an. Das Problem ist, dass nach D schlägt E5, Springer schlägt E5, Schwarz jetzt die Damen tauschen kann. Dame schlägt E1, Turm A schlägt E1. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Stellung, die man eigentlich aus dem Mora-Gambit nicht haben möchte. Oder generell nach dem Gambit, wenn man ein Gambit spielt in der Eröffnung. Weiß hat einfach zu viel getauscht. Hat jetzt eine Leichtfigur getauscht und die Damen. Ohne Damen verringert sich das Angriffspotenzial des Angreifers enorm. Ja? Und in diesem Fall ist der Angreifer eigentlich der Weiße. Hier ist von Angriff kann keine Rede mehr sein. Ne? Also hier wurde zu viel getauscht. Das Mora-Gambit verpufft komplett und Schwarz steht nach 13 Zügen einfach klar besser hier. Ne? Ich habe noch ein Beispiel zu diesem Thema. Und hier nochmal aus schwarzer Sicht. Wir sehen, Schwarz hat auch hier einen Bauern weniger. Er hatte schon zwei Bauern weniger gehabt vorher, hat sich einen zurückgekämpft. Das ist jetzt auch eine Taktikaufgabe, so ein bisschen zum Abschluss. Was würdet ihr hier ziehen mit Weiß, mit Schwarz? Und beachtet dabei, der weiße König steht hier nicht besonders gut auf C2. Der steht ein bisschen offen. Ja? Der Turm ist aktiv auf der Grundreihe. Ja? Man könnte hier darüber überlegen, das ist ein Schach. Ne? Es gibt aber auch hier ein Schach. Ja? Und ich kann euch verraten, einer dieser beiden Züge führt zum Gewinn. Multiple Choice im Prinzip. Welcher Zug davon führt zum Gewinn? Und versucht das mal zu berechnen. Ich mache hier weiter. Aber ich mache erstmal weiter mit der Partie. Was macht das Schwarz hier? Springer schlägt D4. Das ist ein Fehler. Material mehr, weniger, der Schwarze darf nicht tauschen. Ganz simple Regel. Und dieser Tausch bringt nichts. Springer schlägt D4, Dame schlägt D4. Im Gegenteil. Jetzt steht Weiß einfach auf Gewinn. Und Schwarz treibt es hier so ein bisschen auf die Spitze. Er hat einen Bauern weniger. Er darf nicht tauschen. Zumindest nicht freiwillig. Er spielt hier Dame F6. Das macht es dem Weißen viel zu leicht.
Weiß tauscht gerne die Damen, sagt, ja, gerne, wir gehen ins Turmenspiel, ich habe einen Bauern mehr, natürlich. Turm schlägt F6. Und hier hätte Weiß das Ganze auch noch direkt entscheiden können mit Turm F8 Schach, König F7, Turm D7 Schach, ne? Kann er direkt den nächsten Bauern gewinnen hier. König G6, Turm schlägt C7. Weiß, Schwarz könnte natürlich hier den Turm tauschen, aber das macht man nicht. Man geht nicht freiwillig in ein Bauernendspiel, wenn man einen Bauern weniger hat, weil das ist aussichtslos. Bauernendspiele mit Bauern weniger sind in der Regel aussichtslos. Also das ist hier trivial gewonnen für Weiß. Gut, gehen wir zurück zur Partie. Wie gewinnt hier Schwarz sogar? Wenn er den richtigen Zug macht. Und zwar mit Springer B4 Schach. Das ist mega unangenehm. Der König muss nach B3. Der steht dort auch nicht viel besser. Wie geht's hier weiter? Springer A6. Und gegen Springer C5 Schach, gefolgt von Springer E4, gibt es hier keine Verteidigung. Das ist verrückt. Weiß kann hier nichts machen. Es steht völliger Verlust. Weil die Figuren alle so clumsy stehen. Ja? Die stehen alle sich auf den Füßen hier. Ja, was könnte Weiß probieren? A3, Springer C5 Schach, König weg, Springer E4. Ups, Springer E4 gewinnt hier einfach eine Qualität. Ne? Und dann steht Schwarz auf Gewinn. Ja, ihr könnt ja versuchen, hier noch was zu finden für Weiß, aber es gibt nichts. Habe ich natürlich mit der Engine geprüft. Schwarz steht einfach auf Gewinn hier. Also nochmal, ganz wichtige Regel zum Abschluss. Wenn ihr Material mehr habt, weniger habt, nicht Figuren tauschen. Ja, Figuren auf dem Brett lassen. Ihr müsst kompliziert halten, die Stellung. Ja, dem Reflex zu tauschen, zu schlagen, widerstehen. Also gleichwertigen Tausch. Ne? Im Umkehrschluss heißt das, wenn ihr Material mehr habt, ist die einfachste Strategie, eine Partie zu gewinnen, tauschen, tauschen, tauschen. Ganz simple Strategie. Einfach alles tauschen. Ne? Dann am Ende habt ihr Material mehr und gewinnt dann im Endspiel. Ganz langweilig, aber das ist die erfolgsversprechendste Strategie. So, das war mein letztes Wort zum Sonntag für heute. Aufarbeitung dieses internen Subbattles mit so einem kleinen Mix an goldenen Regeln. Ja? Eröffnung, Mittelspiel, auch Endspiel. Im Endspiel zum Beispiel ist es auch so, aus Verteidigersicht, Bauern tauschen ist okay, aber nicht Figuren tauschen zum Beispiel. Ne? Das widerspricht sich nicht. Bauern tauschen ist noch okay, aber keine Figuren tauschen. Das ist echt wichtig. So, ich hoffe, das war lehrreich für euch, das Video. Und falls ihr interessiert seid, auch ein Subscriber zu werden auf meinem Kanal, auf Twitch. Dort können dann Subscriber auch an solchen Battles teilnehmen. Und ich spiele natürlich auch an meinem Subscriber Friday nur gegen Abonnenten meines Twitch-Kanals zum Beispiel. Ne? Kommt vorbei, wie ich schon gesagt habe, am Anfang des Videos, heute Abend, 40. Sparta Arena ab 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend.